Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Alice 22 aus der Gödenstedt Eigenbau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und kurzes Vorwort. Das Safe Game von mir könnt ihr soweit runterladen, könnt ihr auch soweit benutzen. Wenn ihr die Mods benutzt, die dabei sind, läuft das Spiel, also läuft das Safe Game ohne Probleme. Bei den zusätzlichen Skripten stand zu meiner Aufnahmezeit, müsst ihr im Moment halt noch drauf verzichten. Ich habe jetzt die Skripte soweit rausgenommen, die Fehler geworfen haben. Die Skripte, die bei mir persönlich keine Fehler werfen, habe ich drin gelassen. Ich sage euch jetzt absichtlich nicht, welche das bei mir sind, weil ich habe festgestellt, es sind bei jedem unterschiedliche. Ich habe eine Liste gesehen, da stehen Skripte drin, die bei mir Fehler werfen und die bei mir keine Fehler werfen, stehen aber da in der Liste drin, dass die Fehler werfen. Also von daher müsst ihr da leider selber schauen. Bei uns auf dem Discord gibt es eine Liste von den Skripten, die aktuell, wo man weiß, die werfen Fehler. Ich persönlich habe es gemacht, ich habe sie einfach rausgelöscht. Ja, es ist ein kleiner Rückschritt, was die Skripte angeht, aber wenn ihr mit Precision Farming spielen wollt und ich möchte das, dann gehe ich diesen Schritt. Ja? Dementsprechend habe ich die Skripte rausgenommen, ne? Wir brauchen nicht drüber reden. Ich habe gestern schon lang und breit in dem Video drüber geredet. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe sie rausgenommen, weil ich die Gödenstedt gerne weiterspielen möchte, euch das Let's Play gerne bieten möchte. Und dementsprechend sind die Skripte erstmal raus, die bei mir Fehler werfen. Hat mich ungefähr eine Stunde Arbeit gekostet, die alle zu ermitteln, rauszunehmen, zu probieren. Jetzt läuft der Spielstand wieder mit Precision Farming. Ich gehe mal hier auf Escape. Und ich habe jetzt hier Precision Farming. Ich habe auch schon mal testhalber ein paar von meinen Feldern gescannt. Ich hatte gestern einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte euch gestern gesagt, Precision Farming muss eingebaut werden. Im 19er war es noch so. Da musste das in Modmaps zum Beispiel noch eingebaut werden, dass das vernünftig funktioniert. Mit dem Patch 1.4.0 ist quasi die Möglichkeit rausgekommen, dass Skripte global genutzt werden können. Also, dass sie sich einfach einbauen. Und das ist mit Precision Farming. Precision Farming baut sich einfach in sämtliche Maps ein. Also du nimmst eine Modmap, Precision Farming als DLC rein, kannst du ja im Modtab kostenlos runterladen und schwupp hast du Precision Farming und kannst es nutzen. So, ne, die Idee dahinter ist nicht schlecht, ganz klar, stehe ich auch voll dahinter. Ne, die Umsetzung mit den Skripten ist halt blöd. Aber da soll es einen Hotfix geben, müssen wir warten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Precision Farming funktioniert. Ist drin. Und sowas hier wie der Arbeitsplan zum Beispiel funktioniert. Der Feldpachter funktioniert. Ich habe es mal drin gelassen. Aktuell die Produktionen hier auf der Gödenstedt scheinen auch alle zu funktionieren. Bis jetzt zumindest. Also arbeiten ohne Probleme. Da will ich nochmal gucken, wenn ich die Sachen rausziehe. Auch hier läuft auch das Gewächshaus ohne Probleme. Also bei den Produktionen scheinen wir Glück im Unglück gehabt zu haben, was die Gödenstedt angeht. Ne? Ich habe zum Beispiel gehört, Nordfriesische Marsch läuft nicht auf dem Patch, habe ich gehört. Selber getestet habe ich es nicht, nur so mal am Rande. So, ja. Gibt einige Änderungen und in Bezug auf diese Änderungen sind wir auch jetzt hier unterwegs, denn ich bin eigentlich auf dem Weg, meinen John Deere zu holen, denn ich habe bei Meyer eingekauft. Ich habe unter anderem, also was heißt unter anderem, ich habe eine RTK-Station gekauft, sodass meine Helfer auch die GPS-Daten von meinen Sensoren oder beziehungsweise von dem Feldscan über GPS empfangen können. Da brauchte ich so ein kleines Häuschen und mein Hof bietet halt im Moment noch nicht den Platz. Ergo steht mein RTK-Häuschen an dieser Stelle. Wer es für Safegame haben möchte, platziert es einfach. Zwinker. Ansonsten habe ich mich mit dem System zumindest ein bisschen befasst. Und ich finde, wir gehen mal auf Escape. Finde ich es richtig gut, dass im Moment, dass du jetzt Fahrzeuge hast. Und da können wir eigentlich, ich weiß gar nicht, können wir nehmen, welches wir wollen? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, wir können theoretisch nehmen, welches Fahrzeug wir wollen. Und du kannst die Fahrzeuge mit Isaria Pro Compact ausrüsten. Dann seht ihr hier, da kommt ein GPS-Sensor aufs Dach, sage ich jetzt einfach mal eine Antenne, und zwei Sensoren an die Außenspiegel. Sind übrigens sehr praktisch montiert, sieht irgendwie nicht hässlich aus, finde ich, ist ganz schnittig, das Design. Und was macht das Ganze? Das Isaria Pro Compact
misst den wirklichen Stickstoffbedarf der Pflanzen. Während der Überfahrt mit diesem Sensor erhält man präzisere Daten über den benötigten Stickstoff. Mithilfe dieser Daten ist eine genauere Düngung möglich, was letztendlich zu einem höheren Ertrag führt. Einfach langsam und deutlich lesen, dann klappt es auch mit dem Lesen. Im Vergleich zum Isaria Pro Aktiv benötigt dieser Sensor Tageslicht, um zu arbeiten. So, jetzt haben wir genug Informationen bekommen. Was sagt uns das Ganze? Das Ganze sagt uns eigentlich folgendermaßen aus. Wenn wir mit unserem Schlepper fahren und er hat diese Sensoren dran und wir gehen dann bei mit einem Güllefass zum Beispiel, dann misst der Boden schon mal den Stickstoffgehalt, den die Pflanzen benötigen, den tatsächlichen Bedarf, während du rüberfährst. Das heißt, du fährst, der Sensor misst den Boden. Und dann, wenn du das Güllefass, da kommen wir gleich zu, wenn du das Güllefass mit einem entsprechenden Sensor ausgestattet hast, dann kann das Güllefass die Menge an Gülle, die benötigt wird, exakt ausbringen. Ja, das heißt also, das ist ein System, was dafür sorgt, dass nicht zu viel Stickstoff kommt und überall gleichmäßig auf dem Feld Stickstoff kommt. So das Verständnis. Ja, und was beim Güllefass benötigt wird, da kommen wir jetzt gleich zu, ne, ist aber schon mal eine feine Sache. Und was macht ihr jetzt, wenn du ein Fahrzeug hast, was das nicht kann? Also ich sage jetzt mal, könnt ihr mal hier einfach mal so nach hinten zoomen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich gehe einfach mal hier hin. So, kann ich nicht. Blöd. Was mache ich dann? Kein Problem. Gehst auf diverse, gehst nach ganz hinten und nimmst dir den Proaktiv. Der Proaktiv, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, den kannst du auch im Dunkeln benutzen. Finde ich ganz gut. Ne? Also den packst du dann vorne ran, klappst ihn aus, fährst los, das Güllefass dahinter und dann ziehst es rüber. Ne, kannst du übrigens auch mit Gewichten ausstatten. Finde ich diesmal sehr smart, den Sensor. Ich finde ihn optisch auch sehr schön. Ne, und hier das klassische Bodenprobenanalysegerät. Das habe ich bestellt bei Meyer zusammen mit einem kleinen, wie nennen sich die Dinger noch? Ach, gerade eben hatte ich es noch. Nicht ein Quad. Dieses Quad-Auto, das kleine, ich komme auf den Namen, ihr wisst, was ich meine. Dieses komische Ding hier, warte. Mit dem da. Mit so einem, wie nennen sich die Dinger denn? Das ist ja kein Auto, die haben auch einen Namen. Egal. Auf jeden Fall so ein kleines Ding. Ich habe mir so ein John Deere-Ding passend bestellt. Und da der Meier auf mich zukam und sagte, du, wie sieht das aus? Er hatte ja die neue Technik. Güllefass. Und mein Gedanke war zuerst, ja, Güllefass, ja, nachrüsten. Da sagt er, ja, für dein Kotte, Garant, geht das leider nicht. Es geht für das Große, für das 32 Kubik. Es geht für das Venhuis, also das Standard, ne, alle Standardfässer geht das. Aber das geht nicht für dein Fass. Dein Fass kann nicht umgerüstet werden. Da habe ich mir gedacht, das ist ja blöd. Ich hätte gerne ein 30 Kubik Fass. Und ich möchte eigentlich auch gerne ein Kotte haben. Ich mag die Garantfässer. Aber ist ja blöd, wenn da keine Sensoren gibt, dann bringt mir das Ganze ja nichts. Dann sagt er, ja, er hätte was Neues im Angebot. Zwar nicht oben mit Überladearm, also nicht mit Schwanenhals mit Überladearm, sondern mit Schwanenhals. Auch ein Kotte Garant, ein 30 Kubik Fass mit den neuen Sensoren. Und das habe ich mir gedacht, ja, why not, ne? Stell mal hin, ich gucke mir das Ganze mal an, komme da vorbei, ist neuere Generation quasi. Und das hat jetzt den John Deere Manual Sensing. So, was macht das Ganze? Der John Deere Manual Sensing Sensor misst den Stickstoffgehalt der Gülle. Dadurch, dass der Stickstoffgehalt in Gülle nicht homogen ist, bedeutet quasi, der variiert. Mal mehr, mal weniger. Es ist ja auch von, ich weiß zum Beispiel, dass es auch noch unterschiedlich ist, ob du jetzt Kuhgülle hast oder Schweinegülle hast. Oder Gärreste, dementsprechend ist ja der Stickstoffgehalt immer ein anderer. Dieser Sensor misst das Ganze und garantiert die immer gleiche Ausbringmenge auf dem Feld. Das in Verbindung mit dem Proactive oder dem Pro-Comfort-Sensor, also sprich einmal dem an der Kabine oder dem Sensor vorne dran, ermöglicht euch quasi eine genaue Ausbringung der Stickstoffes in den Boden. Das heißt, ihr düngt nicht zu viel, ihr düngt nicht zu wenig, ihr düngt genau das,
was die Pflanze, die ihr gepflanzt habt, braucht. Und das finde ich gut. Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, Mensch, nehme ich. Ja, das Ganze ist dann quasi, das setzt sich auf die Zubringerleitung. Ja, also in dem Falle hier zum Anschluss nach hinten zum Gestänge und misst das. Das ist halt einfach ein gelber Kasten. Ja, das Ganze geht mit sämtlichen Standardfässern. Ja, sogar bis hin hier, ne, das Subtle Track Paket. Wenn wir da jetzt mal hingehen, hier, das kann das auch. Ne? Dann kommt der Sensor auf der Seite. Zack, hier, Sensor dran. Das geht auch hier für die ganzen kleinen Fässer. Hier, für das Farmtech zum Beispiel. Kannst du auch sagen, hier, ich hätte gerne noch einen Sensor dazwischen. Ich weiß gar nicht, wo der hier hinkommt. Sieht man das, wo er den hinbaut? Kurz mal gucken. Ja, unten drunter. Aber er baut ihn halt auf jeden Fall mit an. So, und das wiederum ist ja für uns mehr als passend. Ne? Wir haben unser 24-Meter-Gestänge. Ich hoffe, der Sensor hat auch so eine Reichweite, weil sonst wird es auch ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken. Aber er misst ja dann direkt davor. Das heißt, er dürfte ja eigentlich an dem Gestänge das auch komplett weitergeben. Also er gibt es an Güllefass weiter, was auf seiner Sensorbahn ist. Wenn der Sensor jetzt 21 Meter hat, auf dieser Bahn, und dann sind halt noch 3 Meter übrig. Das sollte eigentlich passen. Weil bei dem Sensor, ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, aber ich sehe da keinerlei Reichweite. Ich sehe zwar, dass er mit 18 km/h gefahren werden kann, dass er 150 Kilo wiegt und dass man Gewicht dran setzen kann, aber ich sehe nicht, was der für eine Reichweite hat. Auch bei den Fahrzeugsensoren sehe ich keine. Keine Reichweite. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Also das müssen wir einmal austesten. Kriegen wir aber auch hin. So, und dementsprechend werden wir uns jetzt auf den Weg zum Meier machen. Nehmen unser großes Kotte mit. Komm ich da rum, Junge? Und dann werden wir das Gestänge tauschen und das Kotte quasi auch einmal austauschen gegen das neue Kotte. Ah, übrigens, das neue Kotte, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, das hat auch neue Reifen gekriegt. Schöne, also klar, Trelleborg, Fredestein und du kannst Michelin-Reifen auswählen. Aber die Michelin-Reifen, wir werden das gleich sehen, sind meiner Meinung nach richtig gut gelungen. Das sind richtig schöne Reifen. Und die sind auch neu. Weil ich weiß, dass das hier. Genau, hier habe ich die Fredestein-Reifen drauf. Aber du kannst halt. Ich zeige euch das vor Ort. Wir fahren da jetzt einmal hin. Und dann zeige ich euch das einmal. Und dann können wir nämlich dementsprechend auch die Gülle gut ausbringen. Allerdings natürlich nicht jetzt. Also ich habe jetzt eigentlich nicht vor, Gülle zu fahren. Dafür müsste ich mir jetzt. Ja, dazu müsste ich jetzt die Scheibenegge nehmen und die Gülle direkt einarbeiten, weil ihr wisst ja, mit Precision Farming wurden sämtliche Düngestufen zurückgesetzt. Dementsprechend müsst ihr von neuem anfangen mit eurer Düngung. Es empfiehlt sich auch, bevor ihr Precision Farming reinnimmt, abzuernten. Ne? Also erntet alles, ich meine, ich habe noch Zuckerrüben auf dem Feld liegen, aber erntet alles ab, dass die Felder leer sind. Sicher ist sicher. Ne? Weil er haut euch halt die Düngestufen durcheinander oder setzt sie auf Null und dementsprechend habt ihr dann halt nichts mehr dort. Also im besten Falle nehmt ihr einmal eure Maschinen, erntet alles ab und haut dann Precision Farming rauf. So. Oh, das war knapp mit seinem Zaun, aber das passt schon. So, dann wollen wir das Ganze einmal tauschen. Ich fahre mal daneben. Ich habe auch schon. Da steht das gute Stück. Ja, wir setzen uns mal daneben. So, Lenkachsensperre gibt es ja aktuell nicht. Aber nicht schlimm. Mal ein bisschen präziser fahren, ne? So, jetzt muss ich gucken. Wie Sie sehen Sie gar nicht. Gibt's, ne? So, macht das Sinn? Da muss eigentlich das Gestänge hin. Bin ich. Ah, ich komme neben der Scheibenegge, das passt. So. Lass uns einmal das Gestänge abkoppeln.
Wie gesagt, das Fass an sich hat ja keinen großen Unterschied, ne? Das ist, sind beides 30 Kubikfässer. Nur das da ist neuer, würde ich mal behaupten. So, das hier geben wir dem Meier zurück. Da stelle ich mal... Oh, ich kann das, glaube ich, da hinten hinstellen. Saugarm finde ich schon wieder spannend. Wenn das Manual System kommt. Das ist natürlich so ein Schnüffelrüssel da vorne. Ganz cool, wenn man am Feldrand anhält. Oder mit dem Annaburger, ne? Wir kennen es von hinten raus. Bietet sich halt an, ne? So, mal kurz gucken. Da ist noch unsere Walze. Die habe ich nochmal umbestellt, ne? Beziehungsweise umarbeiten lassen vom Meier. Die Walze war auf 8,2 Meter eingestellt. Ich habe die nochmal überarbeiten lassen. Auf 6,4 Meter zwar, aber auf 6 Meter 4 verkleinern lassen. So dass ich die hinter unserem Striegel ziehen kann. So. Hier, die meine ich. Ich bin der Meinung, die sind auch neu. Auf jeden Fall sehen die cool aus. Die passen richtig gut zu dem Fass. Das wirkt, wenn man so mal guckt hier. Das sind so die Wredesteinreifen. Sieht auch schon gut aus. Passt zur Größe des Fasses. Aber die hier sehen nochmal einen Ticken schicker aus, ne? So mein Empfinden. So, der hat jetzt auf jeden Fall, der hat jetzt hier oben Door, da hat er den John Deere Sensor drauf und ich habe gleichzeitig den hier bestellt, sodass wir Gülle mit Sensoren ausfahren können etc. Und ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wenn ich die Sensoren ausklappe, ob der mir vielleicht die Weite anzeigt. Aber das werden wir rauskriegen, wenn wir das erste Mal Gülle fahren. Wir müssen ja sowieso erstmal sehen, dass wir noch irgendwie uns, wir müssen quasi die Rüben abernten, die Rüben sammeln, dass wir dann dementsprechend auch Gülle fahren können. Aber wir können mal kurz kommen. Pflanzensensor zuklappen. Pflanzensensor anschalten mit Alt B. Okay, aber zeigt mir keine Reichweite an. Okay, ne, hätte sein können. Alles gut. Ist ja nicht weiter tragisch. Aber macht schon was her, ne? Wenn man jetzt mal guckt. Ah, schön das Güllefass dahinter. Gefällt mir. So, da hängen wir nochmal unser neues Güllefass an. Und dann klappt das Ganze hier auch, ne? So. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Wo hat der eigentlich seine Füllstandsanzeige? Da muss ich nochmal gucken. Gut, liebe Lüde, ich würde aber sagen, für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut und sage, bis zum nächsten Mal.